Erst sind ihre Felder vertrocknet, dann starb ihr Vieh und bald sterben sie, wenn nicht Hilfe kommt, ins Flüchtlingslager in Baidoa, Somalia, das eine Flüchtlingsgroßstadt geworden ist. Sigmar Gabriel ist ohne Ankündigung und ohne Großtross erschienen, der erste deutsche Außenminister in Somalia, das vor einer Hunger- und vor einer Hoffnungskatastrophe steht. Wir sehen hier, dass sie hier keine Sicherheit schaffen werden, wenn die Leute keine Hoffnung haben. Dann werden sie den Terroristen weiter hinterherlaufen, weil es dann die einzige Möglichkeit ist, irgendwie zu überleben. Somalia ist eine der Terroristenhochburgen der Welt. Gabriels Schutz martialisch und kompromisslos. In Mogadischu trifft Gabriel die Regierung des unregierbaren Landes. Sie ist sehr guten Willens, herrscht aber nur über ein Drittel Somalias. Der Rest gehört den Islamisten, den Clans, den Piraten. Bitte unterstützen Sie Somalia, ein besseres Land zu werden, das sich selbst behaupten kann. In der abgeschirmten Hauptstadt sagt Gabriel insgesamt 140 Millionen Euro zu und dass andere Länder dem Beispiel unbedingt folgen müssen. Die Flüchtlingskrise führt die deutsche Politik immer tiefer in die Krisen Afrikas. Somalia ist das bisher größte Risiko. Es gibt nichts zu gewinnen hier. Es gibt das Ziel, nicht noch mehr Boden zu verlieren. Sie waren das Verderben Somalias und sind jetzt seine Hoffnung. Aussteiger aus den Terrormilizen, Ex-Islamisten. Es gibt eine Chance für Somalia, wenn Somalia den Menschen nur Chancen gibt.